Liebe werdende Mama, der Sinn dieser geführten tiefen Entspannung ist, dir dabei zu helfen, deine Gedanken, deine Gefühle und deine Handlungen während der Schwangerschaft immer wieder positiv auszurichten. Zudem wirst du dich nach dieser tiefen Entspannung gestärkt, selbstsicher und voller frischer Energie fühlen. Es ist eine gute Idee, diese geführte Bilderreise mindestens einmal pro Woche zu hören und auch dann, wenn du das Gefühl hast, sie zu brauchen. Mit dieser tiefen Entspannung wirst du bereits vorgeburtlich den liebenden Kontakt zu deinem Kind aufnehmen. Und deine Liebe und Wertschätzung wird jetzt schon bei deinem Baby ankommen. Denn du weißt ja, es gibt keine Grenzen. Lass uns also beginnen. Nehme dir etwas Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Setze oder lege dich bequem hin und nimm einige tiefe Atemzüge. Erlaube deinem Körper, sich zu entspannen und völlig loszulassen. Richte deinen Blick nach vorne. Der Fokus ist weich und sanft. Und wenn deine Augen langsam träge und schwer werden, dann warte noch einen Augenblick, bevor du sie mit der nächsten Ausatmung schließt. Nimm nun deine Atmung ganz bewusst wahr, fühle in dich hinein. Wo fühlst du die Atmung? Langsames Ein- und Ausatmen. Und wenn du magst, dann lade ich dich dazu ein, Pico Pico zu machen. Mit der Aufmerksamkeit an der Spitze des Kopfes atmest du also ein und mit der Aufmerksamkeit bei deinen Fußsohlen atmest du wiederum aus. Und ein, spitze Kopf und aus bei deinen Fußsohlen. Spüre die Entspannung, welche dein Atem mit sich bringt. Lasse sämtliche Anspannung über deine Füße in die Erde abfließen und nimm mit jedem Atemzug frische, stärkende Energie in dich auf. Fühle, wie sich dein Herz mit deinem Atem verbindet und dein Herz ruhig und beständig schlägt. Wenn du nun magst, kannst du deine Hände auf deinen Bauch legen. Stelle dir nun ein festes Band vor. Es ist das Liebesband, das dich mit deinem Baby verbindet. Von Anfang an. Welche Farbe hat dieses Liebesband? Wie ist seine Beschaffenheit? Wie fühlt es sich an? Rau? Oder glatt? Ist es vielleicht sogar mit deinem Lieblingsduft parfümiert? Ertönt ein Klang, sobald du es berührst? Und dieses Liebesband steht nun symbolisch für die Nabelschnur. Ein Ende dieses Bandes hältst du in den Händen. Und das andere Ende des Bandes hält dein Baby. Ihr seid ein Team, eine Einheit, miteinander verbunden. Näher können sich Menschen nie sein. Und alles, was du denkst, was du fühlst und tust, hat unweigerlich auch einen Einfluss auf dein Baby. Jedes Ziehen am Band spürt dein Kind. Jede Bewegung, jegliche Freude und alles Glück, welches in deinem Leben ist, teilst du nun durch dieses Liebesband mit deinem Baby. Das
kannst du dir wie wunderschöne Verzierungen auf eurem Liebesband vorstellen. Und genauso ist es auch mit den weniger schönen Dingen im Leben. Auch Stress und negative Gefühle wirken sich auf dein Baby aus. Das kannst du dir wie ausgefranste Enden vorstellen. Gibt es zu viele von diesen ausgefransten Enden, dann ist das Band nicht mehr intakt. Ihr seid also eng miteinander verbunden. Deinem Baby kannst du nichts vormachen. Kein Schauspiel könnte deine Gefühle vor deinem Kind geheim halten. Du kannst ihm nichts verheimlichen. Einfach alles wird es wahrnehmen. Achte daher gut auf deine Gedanken und deine Gefühle. Sei achtsam und bewusst. Und so oft wie nur möglich im positiven Flow. Dadurch fühlt sich auch dein Baby dann glücklich und in Liebe getragen unter deinem Herzen. Führe dir nun vor Augen, wie dein Baby dich sanft anlächelt. Es streckt seine Händchen nach dir und streichelt dich freundlich von innen. Es spricht in Gedanken zu dir. Liebe Mama, hast du bemerkt, dass ich mich etwas hinuntergewackelt habe? Fühlst du den wieder etwas vermehrten Platz in deinem Oberbauch? Und nun solltest du wieder etwas freier atmen können. Ganz bestimmt macht dich nun der Gedanke an meinen Abstieg etwas aufgeregt. Und wahrscheinlich empfindest du gemischte Gefühle aus Aufregung, Vorfreude und auch etwas Respekt beim Gedanken daran. Ich bin mir aber sicher, Mama, ganz, ganz sicher, dass dort genug Platz sein wird, um mich durch den Geburtskanal zu winden. Ich verstehe, dass du dir manchmal etwas Sorgen darüber machst, aber gemeinsam, Mama, gemeinsam werden wir das schaffen. Und Mama, lass bei jedem Einatmen deine Lungen mit Freude füllen. Genieße das wohltuende Gefühl eines tiefen, guten Atemzugs. Möge mein erster Atemzug für dich ein genauso großes Wunder wie für mich sein, Mama. Und ich freue mich darüber, dass du dich weiterhin so intensiv mit unserer friedvollen Geburtsvorbereitung befasst und dir die gemeinsame Zeit mit mir für geführte Meditationen nimmst. Diese gemeinsame Zeit mit dir und deine ungeteilte Aufmerksamkeit tut mir sehr, sehr gut, Mama, und lässt mich in purer Liebe und Entspannung verweilen. Und so dürfen wir uns immer ein Stück näher kommen. Welch Freude und Wärme mein Herzchen durchströmt, meine Mama, wenn ich an dich denke. Ich kann es kaum erwarten, dich schon bald kennenzulernen. Genieße nun einen Moment diese wunderbaren Gefühle der Zusammengehörigkeit mit deinem geliebten Kind. Und währenddem lässt dein Baby ein Licht über dir erscheinen. Dieses Licht erfüllst du nun mit Liebe, mit Energie und Harmonie. Diese Energie, dieses Licht und diese Liebe durchfluten dich nun gleich. In diesem einen Augenblick. Sie fließen auf dich nieder, von oben nach unten. Genieße dieses Gefühl der Liebe und der Harmonie. Und nimm
nur noch einen tiefen, guten Atemzug. Und gleich noch einen. Und beim Ausatmen lass alles Negative einfach abfließen. Es darf jetzt einfach gehen. Nach unten hin zur Mutter Erde. Sie nimmt alles gütig in sich auf. Lass es gehen. Lass es los. Fühle dich nun frei. Und mit jedem neuen Atemzug nimmst du immer mehr Selbstvertrauen in dich auf. Ganz automatisch. Mit jedem neuen Atemzug. Atme Selbstvertrauen ein und atme aus und fühle dich grenzenlos frei. Atme wiederum ein und fühle den kraftvollen gegenwärtigen Augenblick. Atme dann aus und entspanne dich. Atme nochmals tief ein und vertraue auf deine inneren Kräfte. Und beim nächsten Ausatmen sei ganz im Hier und Jetzt. Komme an und genieße diese wohltuenden Energien und lass alles andere einfach los. Lass es vorbeiziehen und sei einfach nur Beobachter deiner Gedanken und Gefühle. So ist es gut. Einfach nur da sein und wahrnehmen. Und wenn ich nun gleich von 1 bis 5 zählen werde, dann kannst du all diese erlebten Gefühle und Eindrücke mit in diese Gegenwart und in dein Alltagsbewusstsein zurückbringen und dann deine Augen bei 5 öffnen. Ich beginne nun zu zählen. Und 1. Du kannst nun deine Finger und Zehen bewegen. 2. Einen tiefen, guten Atemzug nehmen und dabei lächeln. 3. Recke und strecke dich ausgiebig. Nimm nochmals einen guten, tiefen Atemzug. 4. Und gleich noch einmal tief einatmen und deine Energie und Konzentration zurück in diese Gegenwart führen. Und 5. Augen auf. Du bist körperlich und geistig wach und erholt, zurück in deinem wundervollen Leben und lass dich nun überraschen, wie viel Gutes und Positives die Zukunft dir nun bringen wird.